dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, bei uns ist Thibaut Pertl. Timo, Verabschiedung jetzt gerade gewesen. Für dich geht jetzt die Zeit beim FCM zu Ende. Heute ein sehr emotionaler Tag mit der Verabschiedung einiger Spieler, der Verabschiedung von Christian Beck, deiner Verabschiedung. Wie hast du das Ganze jetzt so miterlebt auch? Wie blickst du so auf die vergangene Zeit, auf die vergangenen Jahre zurück? Ja, wie du sagst, war natürlich ein emotionaler Tag für uns alle, aber ich glaube für Christian natürlich am meisten. Und ich finde, wir haben ihm einen würdigen Abschied bereitet und mich hat es besonders gefreut, dass er hier nochmal getroffen hat. Das war für mich heute, stand das absolut im Vordergrund, weil das, was er für den Verein geleistet hat, ist einfach einmalig und das gehört auch dementsprechend gewürdigt. Ja, für dich persönlich, wie geht es jetzt genau weiter? Die Zelte in Magdeburg abgebrochen, wohin geht's? Ja, voraussichtlich ziehe ich mir erstmal nach Österreich. Also durch Corona, durch meine Verletzung und ich bin auch schon ein paar Tage älter, ist es nicht so einfach, einen neuen Verein zu finden. Darauf möchte ich nicht unbedingt jetzt warten. Ich habe auch eine Familie, an die ich denken muss und deswegen zieht es uns erstmal nach Österreich, in die Heimat von meiner Frau und darauf freuen wir uns schon sehr. Ja, du hast die Corona-Zeit angesprochen. Es ist schwierig, das Stadion jetzt ohne Fans zu erleben. Du hattest das Glück, das Stadion auch noch gefüllt zu erleben. Im Hintergrund sieht man auch nochmal die Choreografie der Fanszene, erste FCM. Was kannst du sagen über den Verein, über die Fans, über das ganze Umfeld? Ja, ich hatte in meiner Karriere oder in meiner Laufbahn einige Vereine, aber ich glaube, hier ist es am schlimmsten, also dass die Fans nicht da sind, weil die Stimmung hier im Stadion ist einfach nicht zu beschreiben. Es ist eine Lautstärke, die auch nicht zu beschreiben ist und ich hoffe, es kommt bald wieder, dass die Fans wieder da sind, weil das ist auch das, was den Verein ausmacht. Ja, wenn du so an deine Karriere auch insgesamt zurückdenkst, du hast ja wirklich einiges auch miterlebt an einigen Standorten. So, du hast gerade gesagt, da war was ganz Besonderes hier. Woran erinnerst du dich ansonsten in deiner Karriere besonders gern? Och, da gibt es einige Momente natürlich, aber jetzt ist erstmal die Zeit, um FC Magdeburg zu danken für die Zeit, die ich hier hatte. Ich hatte wirklich eine schöne Zeit, außergewöhnliche Zeit und ich bin für jeden Tag sehr, sehr dankbar und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich das Stadion auch noch voll erleben durfte. Ja, das Spiel war gefühlt so ein bisschen im Hintergrund. Also in erster Linie stand, glaube ich, heute der Abschied von Beckus. Das hat er sich auch verdient. Es freut mich unheimlich für ihn, dass er heute noch sein Tor machen konnte. Und ja, was die Fans heute für ihn machen konnten und auch, ja, wie sie den Verein repräsentieren, das ist einfach überragend. Und ja, deswegen war das Spiel eher im Hintergrund heute. Die Fans hast du angesprochen. Wie hast du sie denn jetzt in deiner Zeit auch beim FCM insgesamt erlebt aus deiner Sicht? Ja, gerade als die Stadien noch voll waren, war es natürlich ein richtig geiles Erlebnis, hier zu spielen. Also da war immer eine überragende Stimmung. Man konnte teilweise sein eigenes Wort nicht verstehen, aber das war unfassbar geil. Also es hat immer Spaß gemacht, hier zu spielen, gerade wenn volles Haus war. Aber auch jetzt in der Corona-Zeit wurden wir natürlich überragend unterstützt. Also ob es Busankünfte waren oder ja, einfach Trainingsbesuche, motivierende Worte. Also die Fans standen immer hinter uns und das war überragend. Ja, du bist zum FCM gekommen, hast dich dann ja ins Tor gekämpft auch. Gibt es da so ein Spiel, auf das du besonders gerne zurückblickst, was so für dich auch ein besonderes Highlight war? Oh, da gibt es eigentlich ein paar mehr. Also klar, mein allererstes Spiel hier für den FCM im DFB-Pokal gegen Freiburg war besonders für mich. Ansonsten auch das Spiel in Ingolstadt letztes Jahr, als wir den Klassenerhalt geschafft haben, war besonders für mich. Ja, aber eigentlich konnte ich alle Spiele hier richtig genießen. Ja, jetzt geht es für dich in der zweiten Liga weiter. Wie ist dein Fahrplan jetzt für die kommenden Tage, kommenden Wochen? Die Pause ist an sich ja sehr kurz. Ja, klar. Also meine Freundin und ich gucken erstmal nach einer Wohnung und wollen dann natürlich auch umziehen, damit wir da zum Saisonstart und Vorbereitungsstart schon eine Bleibe haben. Und dann ja, will ich mich da natürlich auch durchsetzen. Ja, eine ganze Saison unter Pandemiebedingungen, das war wohl das Schwerste, was wir erleben mussten. Keine Fans im Stadion, keine Zuschauer, ja, keine FCM-Familie im Stadion, sich auszutauschen, um die Mannschaft anzufeuern. Das war das Härteste in dieser Saison. Und wir gingen durch Höhen und Tiefen, haben schwierige Phasen erlebt und zum Schluss auch wieder glückliche. Rückblickend freue ich mich insbesondere, dass es uns mit der Verpflichtung von Ottmar Schork gelungen ist, einen sportlich Verantwortlichen zu holen, der in kürzester Zeit nicht nur den Mannschaftskader verstärkt hat, sondern auch mit dem Trainer Christian Tietz einen Trainer geholt hat, der uns
begeisternden Fußball mit der Mannschaft wieder zeigte und eine traumhafte Serie hingelegt hat, die uns rechtzeitig vor den Klassenerhalt gesichert hat. Insofern können wir sehr stolz sein und ich hoffe, dass wir mit diesem Team und der Erweiterung jetzt der Mannschaft für die Zukunft noch große Erfolge für unseren FCM erleben werden.